Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und wir haben ja in der letzten Folge, hatte uns der Erbauer, oder einer der Erbauer, irgendwas Neues beigebracht. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was war das denn? Und ich habe es jetzt gefunden. Und zwar ganz unten, bei den ganzen Bauplänen, die wir haben, haben wir hier jetzt Erbauer Körperteile. Das heißt, wir können das jetzt finden und dann in den Erbauer praktisch wahrscheinlich einen Körper bauen, in den er dann selbst wahrscheinlich seinen Geist, den wir ja jetzt in unserem Kopf haben, transferieren kann. Also gehen wir mal halt davon aus. Ja, okay, also das war mir wichtig, weil das habe ich letztes Mal irgendwie nicht ganz kapiert, weil es irgendwie auch nicht als neu angezeigt wird, weil es... Es wird nicht als neu angezeigt, weil es nicht neu ist, weil wir die Sachen ja, wir können sie zwar bauen, aber wir haben noch nichts davon gefunden. So. Gut. Essen, Trinken haben wir. Pinguin haben wir auch mit. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal. Wiederum zu dieser Roboter-Viehstelle, weil sonst haben wir, glaube ich, ja keinen anderen Anhaltspunkt im Moment. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ob man das Notlager nicht inzwischen die Boje wegnehmen könnten. Weil das war der Ursprung des fremden Notrufs. Das können wir, glaube ich, inzwischen dann auch schon weg. Und Pilotin, letzte bekannte Position. Mehr kennen wir nicht. Blödsinn. Eins wollte ich noch, ich möchte immer M drücken. Eins möchte ich trotzdem noch schauen, und zwar da Karte. Und zwar, ich möchte das Zeichen vergesse ich immer. Koppa schauen. Das wäre Südwesten. Südwesten. Wir müssten ja eigentlich, müssten wir hier ja sein. Moment. So, musste kurz husten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir im Süden sind oder im Norden. Wir können ja schauen. Im Norden sollten wir frei schwimmen können. Also frei fahren, das können wir. Das heißt, wir sind... Okay, dann fahren wir mal in Richtung Südwesten. Oh, schon wieder ein toter Fisch. Also wie gesagt, ich würde mir da so eine Art Schutzschild wünschen. So, Süden. Aber da, wo unsere Kamera ist, ich weiß nicht, ob das dort sein sollte. Ich glaube es eher nicht. Ich weiß nur, hier ist dieser große, ungemütliche Fisch. Der hat mich einige Male angegriffen, als ich da auf der Suche nach Rubin war und dann schlussendlich auch gefunden habe. Okay, das glaube ich ist aber nichts, oder? Sind da 150 Meter? Ne, da geht es wieder rauf. Was habe ich gesagt? Südwesten. Das heißt, Nordosten müsste dann praktisch diese Anlegestelle sein. Ist halt die Frage, wie weit unten das sein sollte. Also ich habe es ja schon
zigmal gesagt, ich bin halt kein Freund von diesen ganzen Suchsachen. Ich weiß, das ist ein Bestandteil vom Spiel. Anlegestelle. Wo ist denn die? Da. Nordosten ist da drüben. Also ist halt die Frage, ob die Boje, ob die jetzt so genau übereinstimmt. Da haben wir das Wärmekraftwerk, das habe ich so oft gefunden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist da, da seht ihr es. Das ist da schon wieder. Das ist wirklich an jeder Ecke und an jedem Ende. Da sind gleich zwei, drei. Das ist Wahnsinn. Das ist alles Wärmekraftwerk. Also wenn man hier mal hergefunden hat, dann kann man das Wärmekraftwerk, so viel steht fest. Wir bräuchten halt irgendeinen Anhaltspunkt wieder. Aber ein Bergwerk stelle ich mir halt irgendwo im Fels vor, ne? Da haben wir Rubin. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Aber das ist glaube ich normal, oder? Dass sobald man dann die Sachen gefunden hat, das können wir auch mitnehmen. Sobald man die Sachen dann wirklich gefunden hat, findet man die am laufenden Band. Okay, so. Das war wieder ein kleiner Loot-Anfall. Ah, falsch. So, wo ist denn... Da ist die andere Station. Nordosten sollte es sein. Jetzt überlege ich gerade. Aber... Vielleicht bin ich auch falsch, aber müsste ich da nicht noch weiter Richtung, lass mich überlegen, Westen. Westen müsste ich eigentlich, normal würde ich sagen. So die Richtung. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Signal location uploaded to PDA. Okay, da schauen wir dann gleich hin. Alter. Der erschreckt mich zu Tode. Ich meine, ihr kennt das sicher, wenn man sich richtig konzentriert, wenn man irgendwas sucht und dann auf einmal kommt irgend so ein Geräusch hervor. Ist das das Ende der Map? Kommt, weil da ist ja nichts, ne? Dem ersten Teil war das ja eher mehr, ich glaube. Warning, entering ecological dead zone. The prospect for survival is fast approaching zero. Sind da aber immer noch nicht. Die müsste da drüben sein. So müsste die Anlage, wenn das so angeordnet ist wie auf der Karte. Westen war das. Ein Bauartefakt, da fehlt mir ein, die haben wir doch schon gefunden, zwei, in früheren Teilen.
Die haben wir doch schon gescannt. Aber anscheinend gilt das nicht. So, wo ist denn das jetzt? Ein bisschen besser sind wir jetzt, aber wir müssen noch weiter nach Westen, Nord, also eher so Nordwesten wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass da unten ist gerade ein Grafikfehler. So, wie schaut es jetzt aus? Langsam aber sicher kommen wir hin. Hoppala. Aber ich glaube, dass wir da viel zu weit weg sind. Das war ja auf der Karte recht nah eigentlich. Theoretisch. Und das ist mir wieder zu weit oben. Aber hier wären wir also Nordost, ja. Nordost. Das würde passen. Von der Richtung her würde ich schon sagen, dass das jetzt richtig ist. Nicht zurückschauen. Da unten. Auf jeden Fall. Okay, da sind so diese Leuchten aufgestellt. Wir haben ja meistens irgendetwas zu sagen. Da haben wir sogar einen Scheinwerfer. Da haben wir auch Kisten. Auch Leuchten. Oh, das schaut ja sehr nach einem Bergwerk aus, würde ich mal behaupten. Kommen wir da durch? Nee. Okay, das ist jetzt ein... wie heißt das nochmal? Kopper. Meine Güte, ich werde mir das, glaube ich, nie merken. Okay. Das heißt, die Kopperstation oder Bergstation oder was auch immer entdeckt. Wie weit ist das jetzt weg von uns? 370 Meter, gar nicht mal so weit. So, sollte ich was trinken? Was gibt denn das? 35? Ja, das können wir machen. Ah, ich hoffe, ich überlege gerade, ob ich nicht ein paar Sachen da lassen sollte. Okay. Ob ich da jetzt eine Boje da lasse, das entscheidet ich danach. Okay, machen wir mal. Ich meine, wenn alles frei ist, dann muss ich sagen, dann stört mich. Dann habe ich weniger Angst, was ertrinken. So, da haben wir auch wieder Rubine. Tochtok, ah, cool, das gibt's also doch. Ich war mir nicht sicher. Was ist das? Steinlaus? Nehmen wir halt mal, weil ich keine Ahnung habe, ob der jetzt wichtig ist oder nicht. Okay, da können wir aber runtertauchen, glaube ich. Das begeistert mich dann wieder ein bisschen weniger. Aber sonst können wir da eigentlich überhaupt nichts kennen, als außer wie gesagt darunter. Ne? Okay, das ist. Ja, wenn ich jetzt den Namen wüsste. Lore, glaube ich, nennen sich die.
bei Bergbau. Ist das was zum Scannen? Nein. Ich glaube, dass das blöd ist, dass wir nicht in unser Schiff, also mit unserem Schiff darunter können. Okay, da haben wir auch nochmal einen Rubin. Ich muss da nochmal rauf und dann müssen wir in Vollgas darunter. Beziehungsweise frage ich mich gerade, ob man das Tor irgendwie vielleicht aufmachen könnte. Da kann ich nichts scannen, nein. Wisst ihr? Ah, das war der Fisch. Muss man das Tor hier irgendwie... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Aber nicht durch, ne? Nee. Ich meine, das ist schon absichtlich so gemacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay, dann müssen wir es halt so probieren, das ist schon wieder ein Rubin. Komm, nicht aufhalten mit solchen Sachen, runtertauchen. Ja, das sage ich zu mir selber. Keine Ahnung, ob ich auch so seite immer so, oh, das kann ich brauchen, das nehme ich mit. Und dann sagt man, eh, nee, ich darf mich mit solchen Sachen nicht aufhalten und dann, oh, schön, schau, noch was. Wollte schon wieder zu diesem Stein hinschwimmen, das ist echt. Ich glaube, das muss man therapieren schon bald und schon wieder ein, das ist auch ein Wärmekraftwerk, oder? Ja, ich brauche das nicht mehr, das habe ich schon zur Genüge. Okay, da auf jeden Fall gibt es da die Krebs. Mit Laserschneider öffnen? Ja, Laserschneider habe ich ja schon. Laserschneider öffnen. Da. Energiezelle, wow. Können wir die Krebs jetzt bauen oder war das komplett praktisch? Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen. Hilfe! Zwei von vier. Ha. Haben wir noch einen? Drei von vier. Was ist das? Konstruktion. Was? Fragment eines Konstruktionswerkzeuges? Spiel, bitte. Was ist das? Ah, Spule. Du kannst mir doch nicht arbeiten, das geht's noch weiter. Hatten wir da auch eine Blume? Ich weiß nicht. Ach Gott, ich krieg schon so keine Luft mehr. New technology acquired. Ah, da haben wir noch eine Krebs.
Und ich würde sagen, mit der Krebs dann kommen wir da wieder her. Wow. Also das ist ja nichts für mich. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, Blume, Blume, Blume. Zum Glück sind die Schienen, weil ohne die, glaube ich, wäre ich total aufgeschmissen. Da hätte ich da wahrscheinlich nie wieder rausgefunden. Rauf! Also die Krebs, das ist, also ich muss ehrlich sagen, als ich Subnautica das allererste Mal gespielt habe und die Krebs gebaut habe, dachte ich mir, was für ein unnötiges Gerät. Aber man braucht die ja später. Und dann habe ich die auch lieben gelernt. Okay. Das heißt, wir sollten jetzt die Krebs bauen können, würde ich mal sagen. Die Dachflasche, die haben wir mit hoher Ultrakapazität, da haben wir immer noch nichts dazu gefunden. Krebs-Tiefenmodul haben wir sogar schon, können wir bauen, sehr schön. Krebs, da haben wir sie. Ah, ist nichts unmöglich, ne? Sehr schön. Das heißt, dann sind wir es da. Wie gesagt, da können wir mit der Krebs immer... Sollen wir da eine Boje da lassen? Ist halt die Frage, braucht man die Station nochmal? Oder war es das? Lassen wir halt eine Boje da zur Sicherheit. Was ist das 4? Kopper war das, glaube ich, noch. Oder? Kopper, genau. Okay. Dann auf zu unserer Basis zurück. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich hier von euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt natürlich auch was in die Kommentare hineinschreiben. Und wenn ihr mehr sehen wollt von meinen Videos, dann drückt doch unten den kostenlosen Abonnier-Button. Und in diesem Sinne, servus die Malen, grüß euch die Burm und macht's gut, ihr Lieben. Baba.